Ich bin hier entlang eines Waldes unterwegs und hier die erste Entdeckung. Eine kleine Hülse von Pistolenmunition ist es. Und Hülse Nummer 2. Tja, und Nummer 3. So, ich gehe hier den ganzen Waldweg entlang und hab hier Hülse Nummer 4. Ein Stück vom Scheibenknopf ist das. Klasse. Wo waren wir? Ich glaube Nummer 5. Nummer 6. 7. Ja. Schimmert zwar golden. Das war der Rückseite von einer Pinatencreme. Anwendung Kinder, Hautpflege und Hautschutz. 8, glaube ich. Nummer 8. Nummer 9. Oh. Ist wieder ein Creme. Dosen. Boden. Eine andere Creme. Das machen wir BB. Prima. Varianz muss auch da sein, finde ich. Jo, damit hätten wir die Nummer 10. Die Musketenkugel. Na prima. Das ist ein Ochsenschuh. Prima, jetzt wird's interessant. Ja klar. Ein Ochsenschuh. Nummer 11. Nummer 12. Nummer 13. Nummer 14. 15. Mitten im Oktober. Hütte der Löwenzahn. Tut ganz gut. Vor der kalten Jahreszeit nochmal. Was Blühen ist zu sehen. Die Fläche ist noch riesig. Nummer 16. Siebzehn. Das ist 18. Ja, Nummer 18. Neunzehn. 20. 21, 22, 23, 24,
Ich glaube, das ist ein Uhrendeckel. Da ist ein Symbol drauf. Da erkenne ich nichts. Ich glaube schon, dass es irgendwann mal zur Taschenuhr gehört hat. Siebenundzwanzig. Da fehlt ein Stück. Nanu. Und die 28. Schwer. Das ist ein Stück Blei. Hier sind ganz viele rote Ameisen. Hier zwischendrin liegt Nummer 29. Und die Gänseblümchen blühen auch im Oktober. Immer mehr stehen überall rum. Schön, oder? Also hier vorne sind so ein Haufen Bodenwellen drin. Ich denke, ihr seht das auch. Und ich denke, hier waren die alten Ackergrenzen. Beim Pflügen immer mit der gleichen Ausrichtung sind irgendwann mal entstanden. Kann natürlich auch Hinweis sein auf einen Hohlweg oder sowas, aber in dem Fall ist hier nichts. Und es sind auch mehrere in paralleler Form. Das sind also eher die alten Ackergrenzen. In der Karte von 1700 ist nichts mehr drin. Ich denke aber trotzdem, es ist so. Ein Stück vom Drehrad, vom Ventil, vom Wasserhahn und ein alter Löffel. Das finde ich mal, sieht sehr gut aus. Ich weiß zwar noch nicht, was es genau ist, aber das finden wir raus. Schön verziert seitlich. Echt spitze. Stille, ne? Für manche kaum auszuhalten. Gut, im Hintergrund immer noch die Kirchenglocken läuten. Ich genieße das eigentlich.